Aufzeichnung läuft jetzt. Und dann können wir auch loslegen. Ja, erstmal herzlich willkommen zu meinem Webinar Spielen, Lernen mit Games. Mein Name ist André Spang und ja, ich möchte erstmal kurz sagen, Webinar, was ist das eigentlich? Das Wort setzt sich ja zusammen aus dem Wort Web und aus dem Wort Seminar, also so eine neue Namenskreation, also ein Seminar im Internet. Und ich finde das ganz schön, dass wir das hier ausprobieren, dass der Stifterverband das hier angegangen hat. Und zwar passt es ja auch perfekt als neues Format zum gemeinsamen Lernen, unabhängig von Zeit und Ort, auch zum Motto des dritten deutschen Lehrerforums, das ja im Herbst stattfindet, und zwar auch den Titel Schule im digitalen Zeitalter trägt. Genau. Das Webinar wird aufgezeichnet, das stand ja auch schon in der Mail. Deswegen möchte ich das nochmal sagen. Und der Grund ist ja auch vor allem, dass man das Webinar dann auch im Nachgang nochmal anschauen kann, wenn irgendwas zu schnell ging. Und natürlich auch anderen bereitstellen kann, die jetzt heute Abend aus zeitlichen Gründen vielleicht nicht dabei sein konnten. Genau. Man wird auch alles dann sehen, also alles, was ich gesagt habe. Ich werde eine Präsentation zeigen. Nach der Präsentation kann man dann im Chat hier unten Fragen stellen und wir können dann quasi ein bisschen ins Gespräch kommen. Meiner Erfahrung nach ist das eigentlich auch ganz gut, das einfach über den Chat zu machen. Mit den Mikrofonen gibt es dann oft bei vielen Teilnehmern dann doch ein bisschen durcheinander. Ja, in meiner Präsentation geht es um Gamification, Spielen, Lernen. Und ich werde erstmal zeigen, was Gamification überhaupt ist, was das bedeutet, wie sich das Thema in allgemeine Entwicklung im Bereich der Bildungstechnologie und Mediennutzung, Digitalisierung einordnet. Und ich zeige natürlich auch Unterrichtsbeispiele ganz konkret, auch Plattformen, wo man Games selber entwickeln oder finden kann. Und ich gebe auch Tipps für die weitere Vernetzung, wenn man sagt, ja, Gamification, das finde ich ganz spannend, möchte mich vielleicht mal auch mit anderen Lehrern noch austauschen, die das schon mal probiert haben, um mir da vielleicht noch ein paar Tipps abzuholen. Ja, und dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Dazu gebe ich mal den Bildschirm frei. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich nicht mehr zu sehen sein, dafür aber dann die Präsentation. Genau. So. Zu hören sein sollte ich jetzt immer noch. Und wir sehen jetzt die Präsentation. Bevor es losgeht, vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis. Und zwar gibt es zu meiner Präsentation eine Wiki-Seite, die müsste man jetzt auch sehen. Der Link zu der Seite, den habe ich oben schon in den Chat und auch in den Text gepostet. Werde ihn nachher auch noch mal reinschreiben, ist bit.ly/dlforum17-games. Und da findet man eigentlich auch nochmal so das Wesentliche. Ich scroll mal so ein bisschen durch. Einmal nochmal über mich selber. Dann die Präsentation ist hier nochmal verlinkt. Nochmal kurz zusammengefasst, was Gamification bedeutet. Und dann auch die Anwendungen, die ich heute zeigen werde mit den Beispielen. Genau. Und dann kann man auch dann einfach im Nachgang nochmal nachgucken. So hat man auch nochmal alle Links parat. Wenn die Technik gut klappt, werden wir nachher auch mal eine Runde spielen übers Internet. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Okay, dann starten wir mal. Spielt lernen mit Games. Zu meiner Person nochmal, Name hab ich schon gesagt, André Spang. Ich war Lehrender, bin jetzt Referent und mobiles Lernen treibt mich um. Im Internet, in diesem Internet findet man mich über meine Homepage, meinen Blog oder eben auch auf Twitter unter dem Kürzel Tastenspieler, was auch was mit meiner Profession, meiner zweiten Profession zu tun hat. Ich bin nämlich Musiker und konkret spiele ich Klavier. Genau.
Ja, Lehrer war ich ziemlich lange, fast 20 Jahre, und 15 Jahre davon war ich Lehrer in Köln an einem Gymnasium, der Kaiserin Augusta Schule. Sieht man da, wo der rote Pfeil ist, am Rhein gelegen, direkt unten am Schokoladenmuseum sozusagen. Genau. Und mein Blog, wen das interessiert, den erreicht man unter andrespang.de. Da kann man also auch noch verschiedene andere Sachen, die hoffentlich ganz interessant sind, finden. Ja, jetzt bin ich Referent in der Staatskanzlei NRW, konkret im Referat Digitale Gesellschaft, Medienkompetenz NRW und bin da auch für Medienkompetenz. Das ist quasi mein Schwerpunktthema. Da bin ich seit letzten August. Ja, und wie gesagt, zunächst mal, wie sieht es überhaupt aus im Bereich der Bildungstechnologie, Gamification? Wie kommt es dazu? Warum spricht man überhaupt davon? Da möchte ich mal ein paar Worte zu sagen. Man sieht hier einen jungen Mann, der guckt in einen 3D-Drucker. Das hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört oder vielleicht hat man auch schon mal einen gesehen oder ausprobiert. Und das ist das Cover des New Media Horizon Report. Das ist also quasi so ein Zukunftspapier, was immer in die Zukunft schaut, in verschiedenen Zeitfenstern und sich anschaut, was eben Bildungstechnologie mit Forschung, Lehre und Lernen so macht. Und ich habe mal hier eine Übersicht rauskopiert aus der Ausgabe für europäische Schulen. Ist von 2014. In der Zwischenzeit ist keine weitere Ausgabe für Schulen erschienen. Dafür noch ein paar andere, werde ich gleich zeigen. Und wie man so hier erkennen kann, geht es eben um drei Felder: Technologien, Trends und Challenges, also Herausforderungen. Im Bereich der Technologien sieht man also, mobiles Lernen ist im ersten Zeitfenster bedeutend, was sich auf Schule und Lernen auswirkt. Man muss immer im Hinterkopf behalten, es betrifft hier europäische Schulen und vielleicht ist man irgendwo im umliegenden Ausland auch ein bisschen weiter. In Deutschland ist allerdings in der Hinsicht auch vieles in Bewegung. Es gibt viele Tablet-Klassen und Laptop-Klassen und es gab ja jetzt auch das Paper der KMK, Lernen im digitalen Wandel. Insofern entwickelt sich da vieles. Zweiten Zeitfenster sieht man eben Games und Gamification genannt als technologische Entwicklung und am Ende bis 2020 personalisiertes Lernen, Online-Learning und so weiter. Dann parallel dazu die Trends, die sich entwickeln. Erstmal Social Media. Wer Lehrer ist, weiß, Social Media ist das Thema unter Schülern und da vernetzen die sich, da tauschen die sich aus, da lernen die, da gucken die nach und bekommen schon ziemlich viel auf dieser informellen Ebene mit. Das führt auch dazu, dass sich die Rolle der Lehrer natürlich auch verändert unter dem Einfluss des Digitalen und von Social Media. Ja, im nächsten Zeitfenster haben wir eben sogenannte Hybrid Learning Designs, also das heißt also Vermischung von analogen, digitalen Lernen, man sagt auch Blended Learning dazu, dass man eben diese verschiedenen Methoden, aber auch eben Medien vermixt und eben neue didaktische Szenarien dann entwickeln kann. Und im letzten Zeitfenster, parallel zur technologischen Entwicklung, dann eben auch Online-Learning und Datenanalysen, die dann eben bedeutender werden. Natürlich bedeutet das für uns als Lehrer, aber auch für die Lernenden und ich sage auch für die Eltern verschiedene Herausforderungen. Drei Felder sehen wir hier. Einmal die leichten, die lösbaren Herausforderungen, dass man eben fit wird im Umgang mit der Technologie. Und im zweiten Feld sieht man eben Blended Learning, nonformales, informelles Lernen, wie man das eben für schulisches Lernen nutzbar macht und wie man vielleicht auch Kooperationen eingeht. Gestern hatten wir in einem Internet-Chat diskutiert, wie man eben sich mit Bibliotheken vernetzen kann als Schule und da profitieren kann. Und im letzten Feld, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, die WIC-Challenges, da geht es eben um komplexes Denken und Kommunikation, vor allem auch unter den Lernenden zu fördern. Und
die Lernenden auch einzubeziehen in Lernprozesse, dass sie die mitgestalten. Ich habe gesagt, der Report ist noch aus 2014. Jetzt gibt es gerade ein Preview der K12-Edition 2016. K12 ist ja die Bezeichnung für Schulen in den USA, eben bis zur 12. Klasse. Und da sieht man neu dazugekommen sind die beiden Themen Coding und Maker Education. Also Coding brauche ich vielleicht nicht näher zu erklären. Da geht es eben um Programmieren lernen oder vor allem um Computational Thinking, also so sich so ein bisschen hineinzuversetzen, wie funktioniert so ein Rechner, in diese Logik hineinzuversetzen. Und Maker Education ist eben einfach konstruktives Tun, zusammen Dinge ausprobieren, Projektarbeit, und ein Schlagwort ist ja der Makerspace. Jetzt komme ich ja aus NRW, und in NRW gibt es ein, sag ich mal, herausragendes Projekt oder Produkt für Schulen, das ist der Medienpass, und der wird aktuell auch gerade auch im Hinblick auf die Veröffentlichung der KMK-Papiere geupdatet, und es kommt eben genau dieser Bereich des Coding da mit hinein. Und man sieht oben Grundschule, Klasse 5, 6, 7 bis 10. Das heißt also auch für all diese Schulformen werden da Gedanken angestrengt, wie man eben Coding da hineinbringen kann. Tja, gucken wir mal, wie es aussieht bei den Digital Natives. Da habe ich ein paar Bilder. Also einmal links sieht man zwei, die unterhalten sich mit ihren Großeltern übers Internet und zeigen ihnen das neueste Spiel, das sie gerade auf ihrem Tablet spielen. Für die Kids ist ganz normal. Und rechts, das sind zwei Schülerinnen von mir. Das war nach Weihnachten 2014 mit ihren neuesten Weihnachtsgeschenken. Ja, das sind so die ja, Lebenswelten der Schüler. Und wenn wir uns ein paar Zahlen hier angucken, die sind aus der aktuellen JIM-Studie, Jugendinformation Multimedia des Forschungsverbands Südwest aus 2016, sieht man, 95% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren besitzen ein Smartphone. Ich glaube, das sind jetzt keine Neuigkeiten. 62%, das finde ich eigentlich die wichtigere Zahl, 62% der 12- bis 13-Jährigen haben bereits ein Internetflat auf ihrem Smartphone. Und auch aus dem Bericht habe ich mal eine Grafik rausgezogen, weil auch ganz interessant die Entwicklung in Bezug auf Smartphone-Besitz der 12- bis 13-Jährigen von 2012 bis 2016. Man sieht also, 2012 waren das noch sehr wenige, und heute liegen die 12- bis 13-Jährigen bereits bei 91%. Finde ich schon auch eine Marke. Ja, deswegen, den Witz bringe ich immer ganz gerne, müssen die Grundbedürfnisse und die Bedürfnispyramide des Menschen muss angepasst werden, um die Begriffe WLAN und Akku. Aber Spaß beiseite, das Bild stammt aus dem Klassenraum, ja, in meinem Unterricht, und ich glaube, das ist keinem fremd. Zur Brotdose auf dem Schultisch gehört halt einfach heute auch die Powerbank. Woraufhin will ich hinaus? Eben diese Geräte sind vorhanden, werden von den Jugendlichen genutzt und werden natürlich auch von den Jugendlichen zum Spielen genutzt, und da ist vielleicht Potenzial, wo man sagen kann, man kann diese Geräte natürlich auch im Unterricht einsetzen, um Lernspiele zu nutzen oder selber zu erstellen. Und das ist ja dieses sogenannte BIOD-Modell, Bring Your Own Device. Das heißt, man muss jetzt auch nicht unbedingt eine Schule haben, die jetzt ein riesen Tablet oder sonstiges Projekt hat, sondern man kann einfach loslegen. Dass man loslegen sollte, das belegen vielleicht auch die Zahlen, aber das hier ist auch nochmal so ein augenzwinkernder Hinweis auf die Lebenswelten der Lernenden. Das ist mir tatsächlich passiert. Man sieht, 2015 war das schon im Mai. Da hatte ich im Unterricht in der Klasse Vertretung und habe dann eben die Noten hier angeschrieben, und das war eine 5. Klasse, und ein Schüler fragte: Herr Spang, was sind das denn für Hashtags vor den Noten? Genau, das hier auch habe ich auch im Unterricht geschossen in der 5. Klasse, war dann 2016. War ein Mädchen, hat gesagt: Herr Spang, gucken Sie mal, mein Handy, meine WhatsApp-Nachrichten, 2000 WhatsApp-Nachrichten, und ich bin, genau wie das dann jeder Erwachsene tun muss, natürlich total erschrocken und habe gesagt: Meine Güte,
2000, wie lange hat es denn gedauert, bis du die da drauf hattest? Und da sagte sie, ja, 2 Tage. Und da bin ich natürlich noch mehr erschrocken. Da beruhigte sie mich und sagte, nee, Herr Spang, können Sie ganz beruhigt sein. Ich muss die nicht alle lesen. Und wenn ich irgendwas wissen will von meinen Freunden, dann frage ich die einfach. Stichwort Informationskompetenz oder auch Medienkompetenz. Das heißt also, die Schüler haben schon irgendwo Wege gefunden, mit dieser medialen Welt umzugehen. Allerdings haben sie die meistens alleine gefunden. Und da ist es ja unser Handlungsbedarf als Lehrende, denn ich sage mal, die Eltern tappen da vielleicht auch noch ein bisschen im Dunkeln, brauchen Informationen. Und eigentlich müssen ja Schüler schon so grundlegende Dinge auch in der Schule mitbekommen. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Gerade gesehen im Chat habe ich mal kurz hier reingespingst. Hat sich jemand aus Kroatien sogar gemeldet. Finde ich ja ganz toll. Also Webinar weltweit. Kommen wir zur Gamification. Warum brauchen wir das überhaupt? Albert Einstein hat gesagt, ja, Spielen ist ganz klar, ist die höchste Form der Wissenschaft oder der Forschung. Und ganz Unrecht hat er natürlich nicht. Natürlich lernt man beim Spielen ganz viel. Konkret gesagt, wenn man mal nachdenkt, sind wir als Menschen die einzigen Lebewesen, die einen Unterschied machen zwischen Lernen und Spielen. Erstmal wird ernsthaft was gelernt und dann darf man spielen gehen. Das heißt, außer mir, ich bin ja Klavierspieler, ich lerne halt auch beim Klavierspielen, aber Spaß beiseite. Die Tiere lernen beim Spielen, die gehen jetzt nicht extra in die Schule und wir können uns natürlich fragen, wie können wir das nutzbar machen? Wie konkret? Ich meine, diese Dinge, die kennt man ja aus Spielen, das sind ganz spieltypische Elemente, nämlich Highscore zum Beispiel, also wer hat die meisten Punkte oder konkret Fortschrittsbalken, wie weit bin ich denn jetzt schon gekommen? Ich kriege ein Feedback, sofortiges, Ranglisten auch, dass man einen Wettbewerbsgedanken hat. Dann natürlich das Spieldesign, was ansprechend motivierend ist. Dann bei Spielen, vor allem bei Multiplayer-Spielen, ganz wichtig, dass man eben im Team zusammenarbeitet, um weiterzukommen und auch ja, sein Wissen teilt, um eben weiterzukommen. Natürlich, das wissen Sie alle, hat man bei jedem Spiel eine steile Lernkurve, wenn man anfängt zu spielen. Ja, man kommt vielleicht nicht weiter und dann probiert man es immer wieder, bis man in die nächste Stufe oder Level, wie auch immer, kommt. Motivation hatten wir schon und ganz wichtig natürlich auch die sofortige Rückmeldung. Ja, das ist auch für uns ja immer eine Herausforderung, wenn wir eine große Klasse haben und ein Schüler hat irgendwie was Tolles gemacht und wir sind gehalten, Rückmeldung zu geben, können das natürlich nicht immer, kann das zu Frustration führen. Und bei Videospielen ist das natürlich sofort eingebaut. Natürlich sind diese ganzen Dinge auch kritisch zu beachten. Wettbewerb haben wir jetzt gehört, sofortige Rückmeldung, man will immer weiterkommen. Aber ist vielleicht auch spannend, wenn man Spiele nutzt im Unterricht mit Schülern, dann mal ins Gespräch zu kommen über ihr Spielverhalten. Genauso wie man Mobilgeräte nutzt oder mit Social Media umgeht, kommt man mit Schülern ins Gespräch über ihr Nutzungsverhalten. Und das ist ja genau auch die Chance. Verbote bringen da meines Erachtens pädagogisch nicht wirklich weiter. Hier sind jetzt schon mal ein paar Beispiele aus meinem Unterricht, was ich mit einem ja, ganz normalen Videospiel auf dem Tablet gemacht habe. Das Spiel heißt Minecraft, das kennen vielleicht einige. Ich habe das sehr oft genutzt. Das ist ein Sandkastenspiel, das heißt, man kann einfach, man hat eine platte Welt und kann dann etwas erbauen. Und konkret genutzt habe ich es eben im Religionsunterricht zum Thema Kirchenbau. Da haben wir also uns erstmal angeschaut, wie eine Kirche aufgebaut ist, haben uns auch Kirchen im Umfeld der Schule angeguckt, sind da hingegangen und dann haben die Schüler die nachgebaut und haben dann die Ergebnisse, haben Screenshots gemacht und haben dann die Ergebnisse auf einem Blog gepostet. Das sind mal so ein paar Eindrücke. Natürlich, teilweise haben die auch eine Fantasie noch ein bisschen eingebracht und da sieht man jetzt ein Screenshot von dem Blog, wo die verschiedenen Kirchen so ausgestellt wurden. Oder in Musik, Klasse 8, hatten wir das Thema Komponisten der Romantik. Und das fanden die Schüler erstmal ein bisschen trocken und machten den Vorschlag,
Sie würden gerne mit Minecraft spielen. Und da sagte ich, naja, tolle Idee, kann ich verstehen. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Aber wenn ihr mir einen konstruktiven Vorschlag macht, wie wir beides zusammenbringen, dann können wir ja ins Spiel kommen. Und dann sagten sie eben, wir bauen Labyrinthe und lesen uns die Texte durch und verstecken dann Fragen und Antworten in den Labyrinthen. Und das war Mittelstufe, Klasse 8, Musik, Nachmittag. Und ich bin schon lange Lehrer und kenne das Thema. Und ich muss sagen, das Thema war noch nie so motivierend und die Schüler waren noch nie so an dem Thema dran wie in dieser Doppelstunde. Zeitaufwand haben wir jetzt auch gerade genannt. Doppelstunde ist eigentlich nicht wesentlich höher. Die Schüler sind sehr, sehr schnell. Die meisten kennen das Spiel, bilden Gruppen und ja, ich sag mal, der Zeitaufwand, um das zu bauen, ist nicht wirklich hoch, wenn die sich vernetzen und jeder einen Teil übernimmt. Natürlich ist es ein zusätzlicher Zeitaufwand, aber ich sag mal, der Lernerfolg rechtfertigt den Zeitaufwand. Oder das hier ist auch ein Beispiel. Das ist aktuell sogar ein YouTube-Video, aber ich spiele das jetzt nicht ab. Ich habe gleich noch ein Video, das ist wahrscheinlich von der Tonqualität dann auch nicht so gut. Das war Klasse 6. Und wir haben den Walkürenritt angehört und die Schüler haben dann quasi die Kulisse dazu gebaut und haben dann auch mit Keyboards und Instrumenten so ein bisschen den Soundtrack nachgemacht. Das kann man sich ja mal anhören, ist hier in der Präsentation verlinkt, beziehungsweise ich kann es nachher auch nochmal im Wiki verlinken. Genau, und noch ein Beispiel zum Thema Klimawandel in Klasse 9, Religion. Da haben wir die Welt vor und nach der Klimakatastrophe gebaut in Teams. Und da gibt es hier schon eine Frage, baut jeder in seiner Welt oder aber in die Schule dort zusammen? Genau, die Schüler, ich beantworte es gerade mündlich, bauen zusammen in Teams. Die haben also ein Tablet und können dann eben, jetzt muss ich mich nochmal zurückerinnern, zu sechst in einer Welt das bauen und die wird dann auf einem iPad quasi gespeichert und in der Folgestunde kann man sie da wieder aufrufen. So haben wir das gemacht als Workaround. Im PC ist es natürlich besser, da kann man also mit ganz vielen Spielern da drauf gehen, aber Workarounds, davon lebt der Unterricht und das soll einem nicht davon abhalten, es nicht zu tun. Genau, hier ist noch ein Beispiel Klasse 5. Da haben wir also auch ein schönes Projekt gemacht. Wir haben also Erklärvideos gemacht für Flüchtlingskinder, damit die Deutsch lernen können. Und da haben die Schüler also auch Minecraft eingesetzt, wie man hier sieht, haben die Buchstaben damit gebaut und haben dann eben die Screenshots hintereinander geschnitten in einer anderen App und haben dann eben die Buchstaben dazu gesprochen auf Deutsch. Ja. Vielleicht auch mal die Frage, ganz spannend, ist Gamification denn nur was für Kinder oder ist das auch was für Ältere oder auch für Erwachsene? Vielleicht auch so, wenn man jetzt das Thema mal bei einem Elternabend vorstellen will, da kann ich ein Video empfehlen. Das werde ich jetzt mal anspielen. Wenn die Klangqualität ganz schlimm ist, einfach in den Chat schreiben, dann springen wir weiter. Aber man hat vielleicht mal so einen Eindruck und kann sich dann auch noch mal angucken. Verlinke ich auch nochmal im Wiki. Thank you.
Ja, das war mal ein kleiner Eindruck. Das funktioniert natürlich auch bei Erwachsenen. Ich finde das Video einfach ziemlich schön. Und genau, es gibt, glaube ich, auch noch ein weiteres. Da hat man es mit Mülleimern gemacht, ne? Weil man irgendwie angenervt war, dass die Leute immer den Müll nicht in den Mülleimer geschmissen haben, haben die Mülleimertöne gemacht, ne? Können sich schon vorstellen, das war auch von Erfolg gekrönt. Es gibt jetzt natürlich keine wissenschaftlichen Studien, wie lange der Effekt anhält, aber das zeigt es ja mal ganz schön. Gamification ist was für alle und motiviert dann hier in dem Fall die Treppe hochzugehen. Jetzt kommen wir mal konkret zu den Anwendungen für den Unterricht. Und da kommt man eigentlich an der Anwendung, die wir jetzt gerade sehen, nicht vorbei. Das werden auch einige schon kennen. Das ist die Plattform learningapps.org. Und ja, das ist eine kostenlose Plattform im Netz. Und da gibt es ganz viele Spiele für den Unterricht schon nach Fächern geordnet. Also man kann oben in dem Feld Apps durchsuchen oder Apps durchstöbern. Da sieht man auch dann die einzelnen Fächer und kann dann eben zu verschiedenen Themen schon direkt eine App finden. Also App klingt hier immer so, als ob das was wäre, was man auf seinem Smartphone installieren muss. Das hier ist einfach eine Webseite, kann man mit dem Smartphone draufgehen. Und die App ist einfach eine einzelne abgeschlossene Anwendung, die dann auch wieder im Webbrowser läuft. Das Schöne ist, man braucht also nicht irgendein spezielles Gerät von irgendeinem Hersteller, sondern man kann einfach jedes beliebige Smartphone nehmen, was einen Webbrowser und einen Internetzugang hat. Also im Prinzip alle. Und dann kann man diese Apps spielen. Man kann diese Apps auch selber erstellen. Dazu muss man auch nicht programmieren können. Ich kann das mal gerade zeigen. Wir haben das also auch gemacht, ganz konkret. Genau, das hier ist jetzt nochmal die Großansicht, wie die Plattform heißt. Und da sieht man jetzt auch nochmal die verschiedenen Spielsorten oder Arten, die es da gibt. Also vom Quiz über Millionenspiel, Puzzle, Paarspiel, Hangman, Kreuzworträtsel, Lückentext. Das ist alles dabei. Und konkret sieht es denn dann so aus, zum Beispiel das ist jetzt das Millionenspiel, das kennen wir ja, wer wird Millionär, also die klassische Ansicht mit der Frage und den möglichen Antworten. Und so sieht dann eben die Ansicht aus, wenn man diese App in Anführungszeichen erstellen will. Das heißt die Eingabemaske. Das heißt also, man muss einfach nur Fragen eingeben und Antworten und dann kann man auf Speichern klicken und dann hat man die fertige App. Also man muss nicht programmieren können, sondern es gibt im Prinzip immer solche Vorlagen. Und deswegen kann man das auch, so wie ich es gemacht habe, in Klasse 5 oder 6 schon oder auch in der Grundschule schon wunderbar nutzen. Es kommt also tatsächlich auf den Content an, ne? Und da fallen Ihnen jetzt mit Sicherheit schon ganz viele Beispiele ein. Vielleicht können wir nachher auch noch ein bisschen drüber diskutieren, wie man das in jedem beliebigen Fach nutzen kann. Also Vokabeln lernen oder eben jetzt hier in Musik, ein bisschen theoretische Sachen. Ne? Da ging es jetzt um die Schwingungszahl, Herz, wie viel Herz hat der Ton A? Wie sind die Schallwellen im Mittelohr? Wie breiten sich da aus? Und so sieht das dann aus, wenn man auf Speichern klickt. Ja, und wenn man jetzt eben einen Quiz hat oder einen Lückentext, dann sieht es eben entsprechend anders aus von der Darstellung. Genau. Ist noch eine kleine Frage. Gucken wir mal. Ja, genau. Die Frau Toller, die ist schon ein bisschen ungeduldig. Genau. Hier unten sieht man es ja auch schon. Na, da wird es jetzt eingeblendet. Wenn man so eine App programmiert hat oder gefunden hat, oder die Schüler haben die erstellt, bekommt man einen ganz eindeutigen Link zur App, der dann immer anfängt mit learningapps.org und hinten dann eine Nummer hat. Und man bekommt auch einen QR-Code. Das ist natürlich besonders schön.
Also man könnte zum Beispiel immer die App der Woche in der Klasse quasi vorne auf dem Plakat als QR-Code kleben und dann können die Schüler die einscannen oder die App der Woche der Schule unten in den Eingangsraum, was auch immer. Also da kann man kreativ sein. Man kann diese Apps auch exportieren, das heißt, man kann also quasi so ein Widget runterladen und kann die dann einbinden. Zum Beispiel eben in iBooks Author, das ist ein Programm von der Apple-Plattform, womit man E-Books erstellen kann und dann kann man tatsächlich diese Apps in der Darstellungsansicht in das E-Book einbinden. Das ist auch cool. Haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. Das hier sind meine ehemaligen Schüler in Klasse 6, war das. Die haben sich Best Rally Kids genannt und die haben eben diese Apps und vorhin haben wir auch gesehen, Videos für Flüchtlingskinder erstellt. Und haben dann auch gleich mal ein paar Preise abgeräumt. Das heißt, einmal sind sie nominiert worden und einmal haben sie auch im Rahmen der Europawoche einen Preis gewonnen mit ihren Apps. Und die Apps haben sie auf ihrem Weblog verlinkt. Also hier sieht man mal so ein paar Apps. Auch eben Deutsch lernen für Flüchtlingskinder. Also die haben sich überlegt, was müssen die wissen, welche Begriffe, Obst, Gemüse, Kleidung. Und dann haben sie verschiedene andere Begriffe und da gab es also ganz viele verschiedene Apps, die dabei rausgekommen sind. Also das zum Beispiel mein Favorit oder einer meiner Favoriten. Wie heißt das Kleidungsstück? Und da sieht man jetzt, vorhin hatten wir das Millionenspiel, Lückentext habe ich genannt, Hangman. Das hier ist so ein Paarspiel. Das heißt, man kriegt ein Bild angezeigt, Hose, Kleid, Hemd und hat einen kleinen Audioschnipsel. Und wenn man eben den Audioschnipsel anklickt, dann hört man das Wort, also dann sagt diese App Hose und dann muss man das eben zuordnen auf das entsprechende Bild und dann hat man so einen Checkhaken und kann gucken, ob es richtig oder falsch ist. Vielleicht mal ein Wort zu den Bildern. Die Bilder, die kann man also in der App suchen. Das heißt also, da gibt es eine Suchfunktion und dann kann man also Bilder, die unter einer freien Lizenz stehen, finden. Und kann die dann in die App einfach einbinden. Das macht die automatisch. Dann hat man also auch keine Probleme mit irgendwelchen Copyrights. Und diese Audioschnipsel, da muss man einfach nur das Wort eintippen, Hose. Und dann liest das Programm die mit so einer Computerstimme vor. Also mit einer ganz normalen Stimme dann. Genau, das geht also auch ganz unproblematisch und ist auch eine ziemlich tolle Sache. Natürlich kann man auch die Audioschnipsel einsprechen, das ist natürlich noch besser. Also man könnte es auch noch live aufnehmen und dann hochladen. Also alle diese Plattformen, Hochladen von Bildern, Audio, die sind alle integriert. Braucht man sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Sehr empfehlenswert. Ich sehe schon im Chat, da wird schon heiß diskutiert über Webinarbescheinigungen. Da müssen wir dann mal vielleicht nachher die Andrea fragen, ob es sowas gibt, aber ich glaube, dabei sein ist alles. Da brauchen wir keine Bescheinigung. Okay, das war Learning Apps. Hier sieht man auch nochmal die Bearbeitungsansicht von dieser App, die ich gerade gezeigt habe. Da sieht man also die Bildersuche, kann man die Größe einstellen und dann eben die Begriffe. Vorne muss man dann einfach auf Audio, also auf dieses Kopfhörerzeichen gehen und dann wird es abgespielt. Zweite Plattform, die ich nennen möchte, ist Kahoot. Das ist auch, werden auch einige kennen, auch eine kostenlose Plattform. Jetzt der, kommt der Anbieter, also bei Learning Apps übrigens kommt der Anbieter, wie der Name nicht vermuten lässt, ist das ursprünglich ein Projekt von zwei Universitäten und der Server steht, glaube ich, in der Schweiz. Oh, bin ich jetzt schlecht vorbereitet? Auf jeden Fall. Ist das ein Projekt, das aus dem europäischen deutschsprachigen Raum kommt? Das hier ist aus USA. Und da kann man, ja, das hier sind so kleine Spiele. Das können wir nachher auch mal probieren, was man mit der ganzen Klasse über den Beamer spielen kann. Was zum Beispiel immer quasi so den Stoff der letzten Stunde kurz am Anfang der Stunde zum Beispiel abfragen kann. Ein ziemlich motivierendes Spiel. Man kann es auch nutzen, um Diskussionskreise mit einer Frage-Abfrage zu starten. Ist auch ziemlich cool. Habe ich im Wiki auch verlinkt. Kann man sich auch nochmal angucken. Konkret sieht das so aus, dass man selber als Lehrer entweder diese App erstellt oder eben auch wieder eine findet, die es da schon gibt.
Die zeigt man dann vorne über einen Beamer an, über ein iPad oder Tablet oder Laptop, was da angeschlossen ist. Und die Spieler gehen alle auf die Webseite kahoot.it und geben dann eine Gamepin ein. Die wird dann in dem Moment angezeigt. Und dann müssen sie ihren Namen eingeben und dann erscheinen sie, so wie mein Name hier unten links, auf diesem freien Bildschirm und können dann mitspielen. Dann kommen auch immer eine Frage und vier Antworten. Man muss möglichst schnell die richtige Antwort auf seinem eigenen Smartphone antippen. Also es ist dann so ein Farbfeld, das man antippen muss. Das korreliert vorne mit der Anzeige. Und die oder derjenige, der am schnellsten die richtige Antwort angeklickt hat, hat die Runde gewonnen. Das macht Spaß und sollte man auch mal ausprobieren. Ja, so sieht das dann aus. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Mathe App 31 bis 27 und unten sieht man die Felder mit den Antworten, nur eine ist richtig. Und auf den Smartphones oder was auch immer, Mobilgeräten, auf denen man es dann spielt, sieht man nur diese farbigen Felder. Mal noch nochmal im Chat gucken, ob es hier Fragen gibt. Ja, okay. Ja. Muss ich gleich nochmal in Ruhe durchlesen, ja. Ah, da gibt es schon einige, die Kahoot spielen. Da ist noch eine Frage, nutzen die Schüler dann ihr eigenes? Genau, also das können die Schüler über ihr eigenes, über ihre eigene Internetverbindung nutzen. Denn das braucht wirklich sehr wenig Bandbreite. Ich sage mal, es geht sogar über eine gebremste Leitung. Das heißt, wenn die Schüler schon quasi ihr Highspeed-Volumen aufgebraucht haben. Ja, wenn man natürlich WLAN hat, ist es immer am besten mit einem Hotspot, aber ich glaube, das ist relativ datenunkritisch. Bei Learning Apps kommt es drauf an, ne? Da hat man ja gesehen, Bilder, wenn man da ziemlich viele Bilder laden muss und so, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Genau. Vorhin haben wir gesehen, neu im Horizon Report und wir sind ja hier ganz am Puls der Zeit, sind die beiden Themen Coding und Making, Maker Education. Und da würde ich auch gerne kurz noch was dazu sagen. Makerspaces, da steht das Wort Learning by Doing, also dadurch lernen, dass man was selber tut. Und hier ganz schön, das war hier in Düsseldorf, nicht Tag der Medienkompetenz, sondern Veranstaltung, die nannte sich Next Level Conference. Da gab es einen Makerspace und da haben eben diese Mädchen, Schülerinnen aus einer Klasse, weiß ich jetzt gar nicht, 8, würde ich mal schätzen, eben kleine Roboter gebaut und dann auch am Schluss gezeigt. Ja, das möchte ich mal erwähnen. Das ist eines von vielen Boards, was auch gerade in der Diskussion ist. Also das ist im Prinzip so eine kleine Computerplatine, die man eben benutzen kann, an den Computer anstecken kann. Und dann kann man eben über eine Webseite mit einer Blog-Software, also das heißt mit so verschiedenen Blogs, zeige ich gleich, die man zusammenschiebt und etwas eingibt an Operatoren, kann man diese Platine programmieren. Und die Diskussion ist eben, diese Platine an Grundschulen einzusetzen, konkret im Saarland will man damit beginnen oder hat man schon und in anderen Bundesländern und möchte das dann mal ausprobieren und gucken, wie das funktioniert, dass eben auch schon Grundschüler so grundlegende Dinge im Bereich Programmieren kennenlernen. Weiteres Board, das ist jetzt schon quasi so High-End Board, das ist Raspberry Pi. Damit, das ist schon ein richtiger Computer, man sieht auch einen größeren Prozessor und so weiter, verschiedene Schnittstellen. Damit kann man schon richtig komplizierte Dinge bauen und den kann man eben auch programmieren und ja, verschiedene Sachen machen. Das ist das dritte Board, was ich mal noch erwähnen möchte, ist der Makey Makey. Das ist mehr so ein Kreativboard, da kann man verschiedene Sachen anschließen, so ähnlich wie beim Calliope. Und man kann eben dann damit kreative Steuerungen für einen Computer zum Beispiel programmieren. Auch ganz schön. Das hier sind Robots, das ist mein Lieblingsroboter, das ist der sogenannte BeeBot, ein kleiner Bienenroboter, das ist eigentlich für Kinder gedacht. Da kann man oben über die Tasten, kann man denen einen bestimmten Weg vorgeben und das schult so ein bisschen das räumliche und logische Denken. Aber das ist auch vielleicht ein Icebreaker, wenn man in diesen ganzen Coding-Bereich einsteigen will. Oder auch gerade wieder für Erwachsene, die sich ja da oft so ein bisschen scheuen. Und wenn man da erstmal mit so einer komplizierten Platine ankommt,
dann wollen die gleich mal gar nicht mehr weitermachen. Das ist der Finch-Robot, das ist wieder ein bisschen komplizierter, der kann schon wesentlich mehr Sachen. Der hat auch schon Sensoren drin, dann kann er eben Hindernisse erkennen und der wird über ein USB-Kabel auch mit dem Computer verbunden und dann kann man den wieder über eine Block-Software programmieren und in der Gegend rumfahren lassen. Das hier ist so eine Block-Software, das ist jetzt Scratch, der Klassiker, findet man unter der Webseite scratch.mit.edu und rechts sieht man eben diese Blocks, die zusammengeschnappt werden und dann kann man links die kleine Katze verschiedene Kunststücke vorführen lassen und genauso könnte man jetzt eben den Finch-Robot durch die Gegend fahren lassen oder eben das Calliope programmieren. Genau. Ja, das war so ein kleiner Überblick. Games, Gamification, was ist das? Warum braucht man das überhaupt? Dann Coding, Making. Und warum überhaupt dieses alles in der heutigen Zeit? Und da kommen sie, die sogenannten 21st Century Skills, die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, die sogenannten 4K. Und ich würde mal sagen, im Bereich Coding, Making vor allem, aber auch im Bereich Games kann man diese 4K ganz gut andocken. Ja, gerade beim Spielen geht es um Zusammenarbeit, Kollaboration, um Kommunikation, aber auch um kritisches Denken. Wie kommen wir jetzt weiter mit dem Problem, das wir da lösen wollen? Und eben beim Coding vielleicht auch, bei den Robots, auch im Makerspace ist auch ganz stark noch die Kreativität gefordert. Genau. Ja, ich kann noch mal in den Chat gucken. Ja, ich glaube, der Chat, der läuft auch so ein bisschen selber, finde ich ganz gut. Der B-Board ist ja schon teuer. Ich weiß jetzt nicht konkret, was er kostet, aber ich glaube mal, die liegen alle so im Bereich unter 100 €, würde ich jetzt mal sagen. Also bis auf den Raspberry Pi, der ist zwar teurer. Calliope ist ja quasi, soll ja für die Grundschüler kostenlos sein, ansonsten ist der auch recht günstig, der Makey Makey auch. Genau. Okay. Ja, das hier ist ja eher so ein bisschen provokativ. Lehrst du nur oder lernst du schon? Es geht um die Vernetzung, habe ich ja am Anfang auch gesagt. Also, wo kann man sich vernetzen im Internet, wenn man zu all den Themen, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, auch vielleicht noch Fragen hat? Und da ist ein bisschen Eigenwerbung. Es gibt eben einen Twitter-Chat jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr, wo sich Lehrende auf Twitter treffen unter dem Hashtag @chat.de. Da oben steht es. Und da werden auch eben Themen im Bereich der Digitalisierung diskutiert. Nicht nur, also es geht auch um handfeste Schulthemen, ja, die Angst vorm Zeugnis nehmen oder Beratung nach Notenvergabe. Planung von Klassenfahrten, Elternabend, aber es geht natürlich auch ganz oft um Digitalthemen. Genau, das sind eben die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, einfach über Social Media, zum Beispiel Facebook, gibt es auch ganz viele Gruppen für Lehrer oder Google Plus, wenn man jetzt eben noch die Plattform von Google nennen will, wo man sich mit Lehrern vernetzen kann. Jetzt mal fernab vom traditionellen E-Mail-Weg. Und ich kann auch den Tipp geben, auch einfach mal nach USA gucken. Ist zwar Englisch, aber die Amerikaner sind da doch schon sehr weit im Bereich Bildungstechnologie und dann kann man sich auch viele Sachen mitnehmen und Anregungen holen. Also für mich bedeutet das einfach Inspiration, natürlich auch Tempo, wenn man jetzt mal auf Twitter guckt, aber es hat auch so den Hintergrund, dass man Ideen von anderen bekommt, aber Ideen auch, wenn man jetzt wieder auf Twitter guckt, teilt. Und vor allem auch eben einfach, sag ich mal, gleichinteressierte Gesinnte kennenlernen und sich mit denen vernetzt. Genau, also einfach mal reinschauen, Dienstags 20 bis 21 Uhr. Oder wer es gerne in Papierform mag, kann auch gerne die Diskussion in diesem wunderschönen Buch edchat.de Digitale Medien für Unterricht, Lehrerjob und Schule einmal nachlesen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Verbote sind kein gutes pädagogisches Konzept. Das gilt für mich auch im Bereich Social Media, wenn man sich überlegt, wie man das im Unterricht nutzen kann. Und für mich die Maxime, egal für Schüler, aber auch für Erwachsene, auch wenn ich sehe,
Wenn Lehrende sich auf Twitter oder Facebook unterhalten, die wichtigste Maxime ist immer, denke, bevor du postest. Ja, man hat ja auch gesagt, denken, bevor man spricht. Und ich habe das hier, glaube ich, auch irgendwo auf Twitter mal gefunden oder zumindest die Anregung dafür gefunden. Das finde ich ganz schön. Think. Also ist es wahr? Es ist hilfreich, inspirierend, notwendig und freundlich. Wenn man diese mit Ja beantworten kann, denke ich, kann man gerne posten. Ich finde es auch, das hier, finde ich auch ganz spannend, ist tatsächlich eine App, die es ermöglicht, wenn man auf dem Smartphone postet, einen daran zu erinnern, willst du das wirklich posten? Vielleicht bedauerst du es später. Und ganz spannend finde ich auch, dass gerade Erwachsene oder Eltern oft ihren Kindern die Sachen verbieten oder auf dem Smartphone alles Mögliche einfach nur einschränken. Und diese App tatsächlich ist von einem Mädchen entwickelt, von, ja, wie alt war die, weiß ich nicht, Jugendliche, die die entwickelt hat und die eben kein Verbot macht, sondern einen Denkanstoß. Finde ich ganz schön. Und darum geht es ja eigentlich auch, dass man drüber nachdenkt und sich im Prinzip im Internet so verhält wie im wirklichen Leben. Genau. Das Bild vielleicht noch als Abschluss, finde ich auch ganz schön. Das ist der sogenannte Dagen H, also der Tag H in Schweden. Das war der 3. September, ich glaube 1967 oder 65. Bin mir nicht ganz sicher. An dem wurde in Schweden umgeschaltet von Links- auf Rechtsverkehr. Und jetzt werden alle lachen, weil es so chaotisch aussieht, aber tatsächlich hatten die Schweden einen ganz genauen Plan, weil das ist wirklich genau exakt die Minute, wo umgestellt wurde. Und sie hatten das Wochen vorher über Zeitungsanzeigen und so weiter im Radio propagiert. Und dann ging alles ganz sauber ab. Die sind also alle von einer Seite auf die andere gefahren. Und dann ging es eben rechts, links weiter. Die hatten also ein Konzept. Und genauso ein Konzept brauchen wir für die Digitalisierung, fürs Internet und natürlich auch für Lehren und Lernen in der Schule. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Die Präsentation, wie gesagt, unter dem Link bit.ly/dlforum17. Minus Games und dann würde ich jetzt mal die Freigabe beenden. Genau. Jetzt muss ich mal ein bisschen scrollen. Das gibt da schon ziemlich viel. Ah ja, okay. Gibt es denn konkrete Fragen jetzt noch? Ja. Gibt es noch konkrete Fragen? Vielleicht können wir die dann einfach nochmal der Einfachheit halber unten posten. Dann muss ich nicht alles durchscrollen. Es ging um den Nao-Robot. Ja klar, der ist natürlich ganz toll, aber der ist natürlich auch wirklich ein bisschen teuer für eine Schule. Wobei der natürlich schon ziemlich großartig ist. Ein humanoider Roboter. Genau, aber da sehe ich jetzt mehrere Teilnehmer geben ein. Gucken wir mal. Ah ja, wir sind 16 Teilnehmer. Ich hoffe, Sie konnten mich alle, ihr konntet mich alle gut verstehen. Ah ja, da ist jetzt die erste Frage. Gibt es den Medienpass auch für berufliche Schulen? Genau, leider gibt es den Medienpass noch nicht für berufliche Schulen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, man könnte natürlich das Modell 910 nehmen und überlegen, ob man das vielleicht schon nutzen kann. Denn, boah, ich sag mal, wenn man damit einsteigt, dann hat man auch schon Sachen, die kann man vielleicht auch schon direkt für eine berufliche Schule nutzen. Ich sag mal, im Gespräch ist das, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, bis es den gibt. Aber ich habe auch schon Überlegungen gehört, dass man eventuell den Medienpass auch für Erwachsene anbietet. Finde ich eine ganz tolle Idee, guter Ansatz. Natürlich kann man den Medienpass auch als Nicht-NRWler nutzen. Genau. Also man kann den sich, ich weiß nicht, ob die den natürlich irgendwo hinschicken, aber man könnte sich vielleicht mal ein Ansichtsexemplar besorgen und könnte mal gucken, wie der aufgebaut ist. Genau, das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt Klassensätze werden die mit Sicherheit nicht
an Nicht-NRW-Schulen schicken, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, mal ein Ansichtsexemplar zu bekommen. Genau. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht auch, was ich ganz spannend fände, wenn jemand schon eine konkrete Idee hat oder vielleicht einen Hinweis, wie er Gamification im Unterricht eingesetzt hat oder einsetzen würde. Das kann man ja auch vielleicht in den Chat mal reinschreiben. Fände ich auch ganz gut. Wir sind ja jetzt immerhin 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da gibt es ja vielleicht auch schon ein paar Ideen. Ansonsten könnten wir natürlich auch noch eine Runde spielen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das können wir ja mal versuchen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir können ja mal einen Versuch machen, vielleicht mal so einen Anfang. Und zwar. Genau, müsste man jetzt die Seite hier sehen. So, und dann würde ich Sie euch bitten, mal mit eurem Rechner vielleicht mal ein zweites Fenster aufmachen und dann auf die Seite kahoo.it gehen. Kahoo.it. Kahoo.it. Und dann, wenn man auf dieser Seite ist, gibt es ja dann eben ein Feld, wo man eine Gamepin eingeben kann. Und dann eben die Nummer. Entschuldigung, 671 408 eingeben und dann den Vornamen oder Nachnamen eintippen. Genau, ich sehe, das klappt schon bei einigen. Wunderbar. Ich mache mal kurz die wunderschöne Musik an. Bisschen im Hintergrund, ne? Genau. Und genau, dann können wir jetzt mal probieren. Ich drücke mal auf Start. 671408 ist die Nummer. 671408. Was passiert ist, es gibt jetzt 7 Fragen zum Medienverhalten von deutschen Jugendlichen. Erste Frage: Wie viele Jugendliche besitzen ein eigenes internetfähiges Smartphone mit Touchscreen? 95%, 90, 89, 96. Das entsprechende farbige Feld. Bitte anklicken. Ja, wie viele Jugendliche besitzen ein eigenes internetfähiges Smartphone mit Touchscreen? 95, 90, 89, 96. Entsprechend farbige Feld, bitte anklicken. Ja, genau. 95% war richtig. Wer vorhin aufgepasst hat, hat es gewusst. 3 richtige Antworten. Genau. Wir können jetzt mal weitermachen. Kai war der schnellste mit 790 Punkten, Antje zweitschnellst mit 670 und Frau oder Herr Biegemann mit 655 Punkten auf dem 3. Platz. Nächste Frage: Wie viele verabreden sich mehrfach wöchentlich mit Freunden für Freizeitaktivitäten? 51, 73, 69, 81.
Ah, da steht im Chat, es ist zu langsam, bitte Antworten vorlesen, okay. Ja, das hängt wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Wir machen noch eine Frage, es geht ja auch nur mal darum, das zu sehen. Wir haben hier jetzt sechs richtige. Kai immer noch auf dem ersten Platz, Biegemann auf dem zweiten, Sandra, Maria und Percy. Und noch eine Frage vielleicht zum Ausprobieren. Von 10 Jugendlichen treiben wie viele regelmäßig Sport? Rotes Feld 3, blaues Feld 5, grünes Feld 7, gelbes Feld 6. 3, 5, 7, 6. Genau. 5. Wer hätte das gedacht? Quatsch. Was haben wir jetzt? Wie ziemliche Treben? Wie viele? Regelmäßig Sport? Kann nicht sein. Muss irgendwas schiefgelaufen sein? Hat jemand die App umprogrammiert? Ah, nee, Quatsch. Ich habe mich verlesen. Sind ja 7. Alles klar. Bin jetzt auch ein bisschen verbraucht nach einer Stunde Dauerreden. Aber das ist Kahoot. Hat man mal einen Eindruck bekommen. Diese App habe ich selber erstellt. Das funktioniert so ähnlich wie bei Learning Apps und hat auch eine Eingabemaske. Und dann kann man das da eingeben und hat dann die fertige App. Ist kostenlos, kann man einfach mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.